Guten Morgen aus Sils Maria. Heute nehmen wir mit auf eine Schneeschuhwanderung. Ein oberhalb vom Silsee. Es hat in der Sonne noch nicht mega viel Schnee, aber es hat schon Schnee. Und in der Höhe sollte es noch etwas mehr haben. Viel Spass mit dem Video. Jetzt bin ich in Isola angekommen, dem Dörfchen mit dem schönen Wasserfall, wo ich im Sommer schon zweimal gesehen bin. Das eine Mal habe ich das Video hochgeladen. Die, die mich schon länger verfolgen, die sollten den auch kennen. Jetzt schaue ich, ob hier das Restaurant aufhört und nachher geht es zurück auf Sils. Thank you.
Jetzt bin ich zurück in Sils Maria angekommen. Die Schneeschuhwanderung hat mir sehr gut gefallen. Zuerst geht es zum See, dann ein Stück am See entlang, dann geht es darauf. Es ist am Anfang nicht so schön, aber nachher wird es sehr schön weiter oben. Dann geht es wieder zurück runter. Dann wird es zurück aus Sils gehen, bin aber noch auf Isola gelaufen und von dort dann mit den normalen Schuhen zurückgelaufen, also ohne Schneeschuhe. Insgesamt habe ich für das Ganze 3 Stunden und 15 Minuten gebraucht. Seitdem war ich etwas schneller gewesen, als angeschrieben ist. Angeschrieben ist, auch ohne noch auf Isola zu gehen, ist mit knapp 3 Stunden, also weniger als 3 Stunden, so wie ich es im Kopf habe. Und die Schneeschuhwanderung selber, wenn ich auf Isola gehe, ist mit 5 km angeschrieben. Und ich habe vielleicht so 5,5 km für diesen Teil gebraucht. Falls das Video gefallen hat, würde ich mich mit dem Daumen nach oben freuen. Ich freue mich sehr über eure Kommentare. Und falls ihr über zukünftige Videos von mir durch YouTube informiert werden wollt, könnt ihr gerne ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Video.